Kollege Rüdiger Kruse für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Streng genommen haben ja nicht so viele zum Thema geredet. Wenn man nämlich guckt, es ist der Einzelplan 04. Der ist ja inzwischen eine zweite Generaldebatte. Das macht es ja auch spannend. Aber eigentlich könnten wir reden über das Bundespresseamt, über Integration, auch über die Nachhaltigkeit, ja, und auch über Kultur. Und deswegen kommt dann eigentlich auch mal zu dieser Debatte der Hinweis aus der kulturell interessierten Szene, man möge doch diesen Appendix, die Kultur, endlich mal befreien und ihr ein eigenes Ministerium schenken. Klingt gut gemeint, klingt nach Höherwertung. Ich glaube, das Gegenteil wäre der Fall. Es wäre ein weiteres Ministerium, es wäre nicht das größte. Und es hätte auch nicht den Platz in dieser Aussprache. Höchst selten, wenn wir es vielleicht mal schaffen würden, einen Kulturskandal in Deutschland hinzulegen. Aber ansonsten wäre es nicht dabei. So ist es immer in dieser zweiten Generaldebatte. Dann kann man sich überlegen, würde es besser dastehen? Würde es mehr Geld bekommen? Über die letzten 10 Jahre ist der Etat angewachsen von einer guten Milliarde auf jetzt in 2017 gut 1,6. Das macht auch nicht jedes Ministerium. Das würde auch der Bundesfinanzminister nicht mitmachen. Da sind wir natürlich zu einem Thema. Es muss immer so sein, dass die Zuständigen, die Chefin und auch der Finanzminister, auch eine Affinität zu dem Thema haben. Dann kann das auch funktionieren. In Berlin kann man ja sehen, dass Dinge personenabhängig sind. In einer Senatskanzlei kann man das unterbringen, wenn der Chef selber das für so ein Thema hält. Hat man einen Chef, der mit Kultur nicht so viel anfangen kann, reüssiert das Thema auch nicht. Aber da müssen wir uns keine Sorgen machen in dieser Koalition, es hat einen hohen Stellenwert. Hat es denn auch die Sichtbarkeit? Gut, muss man sich anschauen, wer da Staatsministerin ist, und dann ist die Antwort gegeben, es hat eine hohe Sichtbarkeit. Eigentlich können wir ja auch zufrieden sein, dass das einzige Thema ist, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen. Es gibt noch ein kleines, die Linke macht einen Antrag und sagt, kostenloser Eintritt in Museen. Das ist aber auch Hase und Igel. Und der Igel ist die Staatsministerin, weil das Thema von ihr kommt. Sie hat das bei Humboldt angeregt und hat gesagt, wenn wir jetzt dieses Museum bauen, dann wollen wir mal den britischen Weg gehen und sagen, wir machen den Eintritt für die Dauerausstellung kostenlos. Darüber kann man diskutieren, muss man diskutieren. Aber es ist auch ein Luxus, dass wir darüber diskutieren. Weil wir nämlich zum Beispiel gerade eigentlich im Vorfeld der Eröffnung einer Ausstellung wären, nämlich die Bilder aus dem Terran-Museum für moderne Kunst. Die sind mal 1979, da gab es da die Revolution, immerhin nicht verbrannt worden. Die größte Sammlung der westlichen Moderne außerhalb der westlichen Welt. Zusammengetragen von der Ehefrau der Schah von Persiens, die eben nicht wie sonst so klassisch ist bei Diktatoren Schuhe gesammelt hat, sondern moderne Kunst. Immerhin sind diese Bilder nicht verbrannt worden, aber seit 1979 mit einer Unterbrechung im Keller verwahrt. Und die sollten nun mal raus. Und im Moment gestaltet sich das schwierig. Das können wir uns hier gar nicht vorstellen in unserer Welt, dass solche Bilder nicht gezeigt werden können. Und welcher Aufwand es ist, da zu diskutieren. Und wir wollten es gerne zeigen. Wir wollten es zeigen zusammen mit Künstlern von heute aus dem Iran. Das zeigt aber auch, in welcher guten Situation wir sind. Natürlich sind wir nicht im Paradies. Übrigens auch deswegen, weil eine der Vorbedingungen fürs Paradies ist, dass man tot ist. Aber Frau Wagenknecht, wenn Sie sagen, auf den Normalbürger abstellen, dann würde ich mal sagen, Normalbürger, das sind so 90% der Menschen. Und dann sagen Sie, in diesem Land kämpft der Normalbürger ums Überleben. Dann ist das so jenseits von aller Wirklichkeit. Und es ist auch eine so kindische Selbstbetrachtung, wenn ich mir den Rest der Welt angucke. Machen Sie Bürgersprechstunden? Ja, ich mache Bürgersprechstunden. Sind Sie überrascht? Ne? Wissen Sie eigentlich, wodurch man Volkspartei wird? Dadurch, dass man sehr viel mit Bürgern zu tun hat. Also das müssen Sie uns nicht erklären. Sie sagen, die Normalbürger, 90% der Menschen kämpfen hier ums Überleben. Ich kenne Länder auf dieser Welt, Sie auch, wo das wirklich der Fall ist. Hier ist das nicht der Fall. Das heißt nicht, dass wir alles schön und rosig und fertig haben, sonst bräuchte man uns ja auch nicht. Aber diese Argumentation ist gefährlich, weil Sie sehen damit etwas. Stellen Sie sich mal vor, diese Normalbürger, diese 90% würden Ihnen das irgendwann glauben, weil Sie ständig hören.
seien Sie mal nicht so sicher, dass dieser Populismus mit Ihnen nach Hause geht. Aber es wird jemand kommen, der das einsammelt. Und dann haben wir alle den Schaden. Es ist immer so, dass die Solidarität der Gemeinschaft, dass die Demokratie von den Rändern her bedroht wird. Aber entschieden wird es in der Mitte. Und wenn die Menschen aus der Mitte anfangen, die Argumentationsmodelle von extrem links oder extrem rechts zu übernehmen, dann ist das Schiff verloren. Dann sind wir in Not. Das ist glücklicherweise hier nicht der Fall. Es ist auch eine Frage gewesen in dieser Debatte, mit wem man was umsetzen kann. Und wenn man handelt, wenn man eine Regierung handelt, dann ist es auch tatsächlich so, dass einem nicht alles sofort gelingt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Grünen nicht in der Regierung sind. Sie haben ja, Herr Hofreiter, die Gelegenheit gehabt, die Energiewende mit uns umzugestalten, weiterzuentwickeln. Das wäre vielleicht ein sehr spannendes Modell gewesen. Aber Sie haben nicht den nötigen Pragmatismus gehabt, sondern sind damals nach dieser Wahl, die nicht so ausgegangen ist, wie Sie sich das gewünscht haben, gab es auch andere, die sich was anderes gewünscht haben, sind Sie lieber in die Teestube verschwunden und haben sich mit sich selber beschäftigt. Das hat Konsequenzen. Ich würde schon sagen, dass es vielleicht spannender wäre, gewisse Themen mal mit Ihnen zu entwickeln. Aber verlässlicher für dieses Land ist es, wenn wir es mit den Sozialdemokraten machen. Noch lieber wäre es mir, wenn wir es alleine täten. Und dazu müssen wir auch den Mut haben. Wir müssen schon unsere Politik, und das werden wir, glaube ich, auch im guten Dialog in diesem Wahlkampf machen, man muss sich schon so darstellen, dass man auch sagt, wir wollen alleine regieren und die zweitbeste Lösung ist eine gute Koalition. Und wenn ich mir die Ergebnisse angucke, um auch wieder auf den Kulturbereich zu kommen, was wir hier hingestellt haben, wirkt im ganzen Land. Es ist nicht die Aufgabe des Bundes, überall etwas zu tun, aber inzwischen tut er überall etwas. Wir tun es so, dass es zusätzlich ist, weil wir wissen, dass wir gar nicht die Leistung der Kommunen ersetzen können. Und auch da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und ich muss mal ein Beispiel dann wieder rausnehmen, wenn ich dann höre, wir haben in Berlin sehr viel gemacht, weil es ja auch unsere Hauptstadt ist. Und wenn wir dann die Staatsbibliothek mit einem Ankaufsetat versehen und mit Geld für längere Öffnungszeiten und dass man keine Nutzungsgebühr zahlen muss, dann ist das Letztere eigentlich nicht das große nationale Interesse. Aber es hilft den Menschen in Berlin und sein Angebot, die Bildungschancen anzunehmen. Und wenn dann die neue Kulturverwaltung von Berlin sagt, das Erste, was wir tun wollen, ist, die Zuschüsse für die SPK, also für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Träger dieser Bibliothek ist, zu deckeln, nicht mehr mitzuziehen, dann finde ich das unmöglich und nicht im Interesse dieser Stadt und nicht im Interesse dieses Landes. Merken wir uns fürs nächste Mal. Danke.